Kanzlerkandidat Martin Schulz stellt sich den Fragen der Wählerinnen und Wähler. Gastgeber sind Andreas Zichowitz und Sonja Mikic. Ja, und willkommen hier in der Runde, willkommen aber auch daheim, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Wir sind im Schlusssport zur Bundestagswahl und viele, viele Menschen, fast die Hälfte der Wahlberechtigten, wissen noch nicht so richtig, was sie wählen sollen. So, und diese Arena ist dazu da, dass vielleicht Ihnen ein paar Sachen klarer werden und vielleicht Sie auch die Entscheidungen, die Sie schon getroffen haben, untermauern. Dazu begrüßen wir ganz herzlich Martin Schulz, SPD-Parteichef, langjähriger EU-Parlamentspräsident, nicht vergessen, und Herausforderer von Angela Merkel. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, in unserer Wahlarena sind die Fragen genauso wichtig wie die Antworten. Das ist die Sendung der Zuschauer, der Wahlberechtigten. Und wer sitzt denn hier? Das werden wir oft gefragt. Wer stellt die Fragen, hat sich bei der ARD beworben. Wir haben versucht, mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP Deutschland im Kleinen hier in Lübeck abzubilden. Denn Deutschland im Kleinen, das sind Sie, Sie machen das Land groß. Was auch gilt, wie bei Angela Merkel, Martin Schulz kennt weder die Fragen noch die Themengebiete vorab. Es ist Ihre letzte große Fernsehsendung vor der Wahl, also Ihre Top-Chance, diese Fragen zu stellen. Und weil wir möglichst viele Fragen loswerden wollen, fangen wir jetzt auch gleich an mit der ersten. Und da haben wir uns genau Sie, das war super schnell, haben wir uns genau Sie dafür ausgedacht. Stellen Sie sich vielleicht alle kurz vor mit dem Namen und woher Sie kommen und dann die Frage bitte. Ja, mein Name ist Koch, Kurt Koch. Ich komme aus der schönen Wedemark von Hannover und ich habe folgende Frage. Herr Schulz, es sieht doch so aus, die Steuerquellen sprudeln, die Wirtschaft brummt. Auf der anderen Seite hat Deutschland einen riesen Schuldenturm aufgebaut. Der Schuldendienst verschlingt Milliarden. Bisher, Herr Schulz, habe ich noch nichts von Ihnen dazu gehört, wie Sie diesen Schuldenberg abbauen möchten. Hm. Wenn Sie in dieser guten Zeit jetzt die Schulden nicht abbauen, wann möchten Sie es dann tun? Hm. Mhm. Klare Frage. Klare Frage, klare Schuldenberg über eine Billion, also ja. Ist eine Zahl mit sehr vielen Nullen. Klare Antwort, klar. Wir haben in der Bundesrepublik Deutschland, wie in anderen Ländern der Europäischen Union, die sogenannte Schuldenbremse eingeführt. Das kennen Sie vielleicht. Das heißt, der Staat ist verpflichtet, eine Obergrenze einzuführen bei Schulden, die nicht überschritten werden darf, und dann müssen die Schulden abgebaut werden. Es ist jetzt so, dass wir wegen der Nullzinspolitik in einer sehr günstigen Lage sind. Nullzinspolitik heißt, die EZB, das ist für Sparer oft ein Problem, hat eine Nullzinsvariante bei den Zinsen eingeführt. Das spart aber dem Bundeshaushalt jedes Jahr etliche Milliarden. Und dadurch haben wir Überschüsse im Bundeshaushalt. Der Finanzminister tilgt, er tilgt auch schneller, als das bisher vorgesehen war. Gleichzeitig ist aber ganz klar, wir sind auch ein Land, in dem nicht nur getilgt werden muss, sondern auch investiert werden muss. Es ist Ihnen vielleicht bekannt, dass wir in einer der wichtigsten Investitionsbereiche, die wir überhaupt für die Zukunft haben, für die Zukunft der jüngeren Männer und Frauen, die hier sitzen, nämlich im Breitbandausbau, hinkt die Bundesrepublik Deutschland hinter Chile und Mexiko her. Die haben einen besseren Breitbandausbau als wir. Und wenn wir zukünftig noch Einnahmen erzielen wollen, aus denen wir dann Schulden tilgen, müssen wir heute investieren, damit unsere Wirtschaft wachsen kann. Und das kann sie am besten, wenn wir in die digitale Infrastruktur investieren. Deshalb beide Dinge hängen zusammen. Genau, man kann den Schuldenabbau beschleunigen, wenn man Wirtschaftswachstum hat und mehr Steuereinnahmen dadurch erzielt. Zurzeit aber haben wir hohe Überschüsse, weil wir keine Zinsen zahlen. Ja, aber ist Ihre Frage danach gewesen, aber Herr Schulz, mehr Sie haben gesagt, der Finanzminister tilgt Schulden. Bisher habe ich von Herrn Schäuble immer nur gehört, die schwarze Null, die populistisch ist. Das heißt, es werden keine neuen Schulden aufgenommen, aber nicht getilgt. Nein, eine schwarze Null heißt, der Schuldenstand ist auf Null. Nicht, dass keine neuen Schulden gemacht werden. Herr Koch, das ist so. Der Bund nimmt macht keine neuen Schulden. Das heißt, wir haben ausgeglichenen Haushalt. Das versteht Herr Schäuble unter der schwarzen Null. Und gleichzeitig werden Schulden beim Bund abgebaut. Übrigens auch nicht nur beim Bund, auch bei den Ländern und bei den Kommunen.
Und wir sind in der glücklichen Situation, heute hat Spiegel Online, glaube ich, geschrieben, Dank an Herrn Draghi. Frau Merkel soll sich bei Herrn Draghi bedanken. Wegen der Nullzinspolitik hat die Bundesrepublik richtig Überschüsse. Aber Herr Koch, ich muss noch mal sagen, wir dürfen nicht nur an heute denken. Ich will nicht, dass die jungen Männer und Frauen, die hier sitzen, meine Schulden, ihre Schulden noch bezahlen müssen und deren Kinder noch die Schulden zahlen müssen. Ganz klar. Deshalb müssen wir die Schulden abbauen. Aber ein Unternehmen, das nicht in seine Zukunft investiert, macht keine Gewinne und kann dann auch keine Schulden abbauen. Deshalb müssen wir beides tun. Wir müssen investieren und Schulden tilgen. Können Sie eine Zahl nennen? Was machen Sie anders dann als Herr Schäuble? Also tilgen Sie mehr, zahlen Sie mehr zurück? Das beschäftigt ja viele, denn wenn die einen Kredit haben, die müssen erstmal ihre Schulden zahlen. Ich habe in meinem Programm ausdrücklich vorgesehen, dass wir eine Investitionsverpflichtung des Staates parallel zur Schuldenbremse einbauen. Wir müssen Schulden abbauen, völlig klar. Aber sehen Sie ein Unternehmen, das nicht in seine Zukunft investiert, das von der Substanz... Aber ich habe nach der, ich hab nach dem Unterschied zu Schäuble gefragt. Bitte? Würden Sie sagen, ich mache doppelt so viel Schulden? Ja, Herrn Schäuble müssen Sie schon selbst fragen. Der hat heute Geburtstag nebenbei bemerkt. Also ich gratuliere ihm mal, der wird heute 75. Also der Herr Schäuble hat für die Zukunft dieses Landes nicht einen Vorschlag gemacht. Wir wollen investieren, weil eins völlig klar ist, wenn wir nicht investieren, wachsen wir nicht. Und wenn wir nicht wachsen, haben wir keine Einnahmen, um Schulden zu tilgen. Das ist ein Kreislauf, der in der Wirtschaft eigentlich simpel ist. Und das ist genau mein Programm. Okay. Stehen. Wir wollen noch ein paar andere dran bekommen. Ja, genau. Vielen Dank. Ich finde es klasse, dass Sie so engagiert sind, aber wir machen auf der anderen Seite noch. Warten Sie mal, Sie können den Schuldenberg nicht in 4 Jahren abbauen. Ich möchte in vier Jahren irgendwo sein, wo wir weniger Schulden haben. Ich möchte aber in 4 Jahren auch da sein, dass wir investiert haben in die Schulen, in die Kita, in die Gebührenfreiheit, in die Infrastruktur. Wenn dieses Land sich weiterhin erlaubt, wie Angela Merkel es sagt, alles geht gut, und wir leben weiterhin von der Substanz, dann werden wir in 4 Jahren schlechter dastehen als heute. Deshalb Schuldenabbau ja, Investitionen in die Zukunft genauso ja. Danke, Herr Koch. Vielen Dank dafür. So, ich passe jetzt auf meine Hälfte hier auf. Bitte schön. Was haben Sie für eine Frage und Namen und woher Sie kommen? Ja, mein Name ist Ute Jamola, ich komme aus Darmstadt. Und mein Thema ist der Immobilienmarkt. Die Immobilienpreise sind ja sehr stark angewachsen jetzt in der Nullzinsphase. Und wir sehen uns jetzt im Rhein-Main-Gebiet auch vor dem Brexit, vor der Situation, dass möglicherweise viele Menschen aus London nach Frankfurt kommen, aus den Finanzmärkten oder von der europäischen Finanzverwaltung und dadurch auch wieder die Immobilienpreise noch weiter ansteigen. Wir sind eine 4-köpfige Akademikerfamilie und können uns trotz 2er Einkommen ein Haus in Darmstadt eigentlich nicht mehr leisten. Und wir fragen uns natürlich, wie geht es Familien, die weniger haben als wir? Und wir haben eine Mietpreisbremse, die wurde mit von der SPD verabschiedet, die hat aber keinen Effekt, das haben Studien jetzt schon gezeigt. Die Grunderwerbssteuer wurde auch noch erhöht in den letzten Jahren. Also was tun Sie, wenn Sie Bundeskanzler werden, um zu ermöglichen, dass Familien sich noch mieten können und Wohneigentum leisten können? Sie sprechen die dramatischste Entwicklung an, die es in Deutschland gibt. In Städten wie Darmstadt, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin, München wohnen sich gut situierte Menschen arm. Ja, richtig arm. Sie haben recht, die Mietpreisbremse hat nicht funktioniert. Ich wollte sie mit meiner Partei verschärfen. Wir wollten Mietpreisspiegel verändern. Wir wollten die Mietpreisbremse verschärfen. Es ist von Frau Merkel persönlich nebenbei bemerkt, blockiert worden. Und ich muss Ihnen sagen, eine schlechte Nachricht. Wenn wir eine schwarz-gelbe Bundesregierung bekommen, die wollen die Mietpreisbremse nicht nur nicht verschärfen, wie wir das wollen, sie wollen sie abschaffen. In Nordrhein-Westfalen wird das gerade gemacht. Dann wird der Wohnungsmarkt erst richtig explodieren. Die Gegenmaßnahme ist, wir müssen Obergrenzen einziehen für Mieten. Wir müssen richtig intervenieren, damit diese Spekulationsblase, die da entsteht, knapper Wohnungsraum, explodierende Preise, führt dazu, dass richtig gut verdienende Leute sich nicht mal mehr die Mieten leisten können. Und kleine Einkommen haben überhaupt keine Chance. Zweitens, wir müssen investieren in den Wohnungsbau. Und wir brauchen auch mehr geförderten Wohnungsbau, damit bezahlbarer Wohnraum entsteht. Das ist ein Teil meines Programms. Man muss sich das noch mal vorstellen. Es gibt Leute in diesem Lande, die, wenn sie nach dem 24. September schwarz-gelb die Mehrheit hat, diesen Markt erst noch richtig anheizen wollen als Spekulationsmarkt. Und deshalb ganz klar, Mietpreisbremse verschärfen ist ein Teil meines Programms. Ich muss Ihnen leider hier sagen, Angela Merkel hat das abgelehnt. Wir wollten, weil sie nicht funktioniert, die Mietpreisbremse 1, die zweite Stufe einführen mit wirklich verschärften Regeln, kürzere Fristen bei der Erhöhung, mehr Offenlegungspflicht für die Vermieter, was ist wirklich investiert worden, was ist wirklich umgelegt worden.
und dann den Mietspiegel über längere Zeiträume definieren, damit die Steigerungsraten geringer werden. Alles vorgeschlagen, alles abgelehnt worden. Deshalb, Sie haben recht. Das ist eines der virulentesten Probleme, wenn wir auf dem Wohnungsmarkt nicht eingreifen. Dann werden gut situierte Leute in Deutschland arm. Und sie leben in Hessen. Dazu kommen noch die Kita-Gebühren. Sie müssen für die Kinder noch Gebühren zahlen. Hohe Mieten, hohe Gebühren bei den Kitas. Wir wollen die Kita gebührenfrei machen, weil wir nicht in einem Land leben wollen, in dem die Leute, die die nächste Generation erziehen, dafür dem Staat Gebühren bezahlen. Sondern umgekehrt, der Staat die Einrichtungen vorhalten muss, damit Familien arbeiten gehen können, um ihren Lebensunterhalt abzusichern. 100% kann ich Ihnen sagen, ich gebe Ihnen guten Rat, 24. September, SPD und Martin Schulz wählen. Sind Sie mit der Antwort zufrieden? Haben Sie mehr Zuversicht? Also, was ich noch nicht so richtig, also Sie haben jetzt die Mietpreisbremse erwähnt, aber wie ist es mit Wohneigentum? Also die Grunderwerbssteuer ist ja mittlerweile deutlich angestiegen, ist jetzt bei Hessen in Hessen bei 6,5%, soweit ich weiß. Und das macht viel aus, vor allem, wenn man selbst für sich selber Wohneigentum erwerben möchte. Ja, natürlich. Und diejenigen, die Wohneigentum erwerben und Kinder haben, die werden in besonderer Weise bei uns gefördert. Das ist völlig klar, weil Familien mit Kindern auch in so einer Situation gar nicht leben können. Deshalb Wohneigentum. Ich habe eben gesagt, wir müssen in den Wohnungsbau investieren. In Deutschland wird nicht genug gebaut. Es wird übrigens auch nicht genug gefördert beim Bau. Und deshalb geförderter Wohnungsbau ist ausdrücklich ein Teil unseres Programms. Ich muss das leider noch mal sagen. Sie wohnen natürlich in einem Bundesland, wo es eine schwarz-grüne Landesregierung gibt. Und tut mir leid. Eher für Sie, ne? Okay. Okay. Kann man übrigens auch ändern bei der nächsten Landtagswahl. So, jetzt schaue ich mir diesen Block mal an. Oh, die Frauen sind heute sehr aktiv. Gut. 1, 2, 3. Bitte schön, das ist jetzt keine Frau. Bitte schön, Sie da oben mit dem schwarzen Hemd. Mein Name ist Ulrich Buchen, ich komme aus Malente. Ich wollte mich der Vorrednerin gerade noch mal anschließen mit ihrer Thematik, dass Sie als Doppelverdiener es schwer haben, über die Runden zu kommen, sogar als doppelverdienende Akademiker. Die beiden Eltern müssen unbedingt arbeiten, damit sie ihre Kinder über die Runden kriegen, damit sie ihre Familie über die Runden kriegen. Viele Familien, viele Eltern würden sich gerne für Kinder entscheiden oder viele Paare, können es aber nicht, weil sie so viel arbeiten müssen. Ich sehe das Problem, dass Kinder zu lange in Ganztagsbetreuung stecken müssen. Von 7 bis 8 bis 20 Uhr stecken sie von 7 bis 17 Uhr stehen sie in Ganztagsbetreuung. Ich sehe da das Problem, dass Eltern, die sich für Kinder entscheiden wollen, sich gar nicht mehr wirklich um die Kinder kümmern, weil sie halt so lange arbeiten müssen und die Kinder dann noch von 5:30 bis 8 betreuen können und dann ins Bett müssen. Die SPD hat sich mal für Arbeitnehmerrechte eingesetzt, sehr stark. Und ich finde, hier müsste wieder stärker die SPD sich profilieren. Die Frage? Ich denke einfach, was wird die SPD tun, dass sich Familien und Eltern wieder stärker um ihre Kinder kümmern können und nicht so lange arbeiten müssen? Frau Schwesig hat mal die Elternarbeitszeit eingeführt, aber ich finde, die Arbeitszeit war mal bei 35 Stunden, bei einer 35-Stunden-Woche. Jetzt ist sie bei einer 42-Stunden-Woche. Eltern arbeiten also, wenn beide Doppelverdiener sind, 14 Stunden mehr pro Woche als früher. Okay. Ich finde, die SPD sollte sich da wieder einsetzen, geben Sie ihm eine Chance, dass Eltern weniger arbeiten müssen. Nein, ich habe das schon verstanden. Ich kenne Malente übrigens gut. Ich kenne Ihren Ort übrigens gut, in Schleswig-Holstein, ne? Malente. War mal eine Sporthochschule. Ich weiß nicht, ob die noch existiert. Gibt's noch. Ich 100% d'accord, was die Arbeitszeit angeht, dass wir bei der Arbeitszeit, werden wir sowieso zu neuen Arbeitszeitmodellen kommen müssen, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland keine doppelte Last sein soll, was sie ist für viele, sondern eine doppelte Freude werden soll. Das ist ein ausdrückliches Ziel meiner Arbeit. Aber es tut mir leid, ich muss Ihnen in einem Punkt widersprechen. Es gibt ganz viele Familien, die haben das Problem, das Sie beschreiben, nicht, sondern ein ganz anderes. Wo beide arbeiten und wo die Kinder bereits mittags vor der Haustüre stehen, mit einem Rucksack voller Hausaufgaben und einem leeren Magen und bei den Eltern die Krise ausbricht, weil sie nicht wissen, wohin mit den Kindern. Wenn die Kinder in der Kita sind, sind sie betreut, so wie Sie das beschrieben haben, bis 17 Uhr. Sobald sie in die Grundschule kommen, haben wir in Deutschland 1 Million
betreute Grundschulplätze zu wenig. Das heißt, der Fall, den Sie gerade beschreiben, dass Eltern die Kinder versorgt haben bis zum Nachmittag und ihnen dann die Zeit fehlt, um sich am Abend um die Kinder zu kümmern, das mag es geben. Aber die überwältigende Mehrheit der Menschen, die mit mir reden, sagen mir, wir haben keine betreuten Plätze. Und insbesondere, wenn Sie an alleinerziehende Frauen denken, die für den Lebensunterhalt ihrer Kinder alleine sorgen müssen, die sind in einer ganz dramatischen Situation. Deshalb, ich nehme das sehr ernst, was Sie sagen. Ich nehme es übrigens auch noch aus einem ganz anderen Grund ernst. Viele der Paare, die Sie gerade beschrieben haben, die arbeiten unter anderem deshalb, weil sie in mehreren Jobs arbeiten müssen. Teilweise in sehr prekären Jobs, wo mehrere Minijobs kombiniert werden müssen, die bis in den Abend hineingehen. Das ist nicht so das Idealmodell. Beide haben einen festen Job. Eines unserer Probleme ist, die sogenannte sachgrundlose Befristung, also zeitlich befristete Arbeitsverträge abzuschaffen. Sehen Sie, wir haben ganz viele junge Leute, die hier sitzen. Die hangeln sich häufig von einem Praktikum zum nächsten. Die haben häufig das Problem, dass sie einen Zeitarbeitsvertrag nach dem anderen bekommen. Wie wollen wir den jungen Leuten Mut zur Zukunft oder zur Familie machen, wenn die sich nicht darauf verlassen können, dass ein tarifgebundenes, dauerhaftes Arbeitsverhältnis die Grundlage ist? Und das ist der Punkt, bei dem wir ansetzen. Ich glaube, wir müssen die Familien stärken. Da haben Sie zeitverschwesig diese, Sie haben das erwähnt, die Familienarbeitszeit, das ist wichtig. Aber mir geht es zunächst mal darum, Kita gebührenfrei, weil die Eltern müssen nicht arbeiten gehen, damit sie in der Kita Gebühren zahlen. 1 Million Ganztagsschulplätze, die wir zusätzlich brauchen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gegeben ist. Und wer dann mal raus muss aus dem Job, um sich eine Zeit lang stärker um die Kinder zu kümmern, also der Fall, wie Sie ihn gerade geschildert haben, der mal die Arbeitszeit reduziert, der Mann oder die Frau, um ein bisschen mehr für die Kinder da zu sein, da wollen wir diese Familienarbeitszeit machen, wo der Staat dann einen Zuschuss zahlt und übrigens, was die Frauen angeht, meistens sind es nämlich die Frauen, dass nicht durch die Reduzierung der Zeit die Rentenversicherungsbeiträge absinken und die Frauen dann im Alter auch noch weniger Rente kriegen. Das ist unser Konzept und ich glaube, das hilft den Familien mehr. Also nochmal gebührenfrei bei der Kita, Ganztagsplätze und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch unser Familiengeld. Das ist unser Konzept. Sehr ausführlich. Gucken mal auf die Seite. Naja, sehr ausführlich. Er hat ja auch eine sehr, lange Frage gestellt. Ja, nee, sind ja schon fast einmal durch das Parteiprogramm. Nehmen Sie, sind alles mit wichtigen Fragen. Ich glaube, dass das eines der zentralen Themen unserer Gesellschaft ist. Natürlich, genau. Nehmen Sie hier vorne dran. Ja, guten Abend, Herr Schulz. Mein Name ist Inka Ehlert. Ich wohne in Köln, arbeite in Köln und in Solingen. Sie kennen sich ja aus in der Gegend. Ich bin also eine klassische Berufspendlerin. Die Hälfte der Woche verbringe ich quasi auf der Autobahn. Ich bin auch ein großer Fan der Umwelt, weil ich denke, dass es wurde gerade viel von Kindern erzählt. Ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich unterrichte Kinder und mir liegen auch die Kinder sehr am Herzen. Ich finde, wem Kinder am Herzen liegen, dem liegt die Umwelt auch am Herzen. So, also habe ich gesagt, ich werde mein Auto abschaffen. Ich werde mich komplett auf den ÖPNV stürzen. Auf den Nahverkehr. Mhm. Ganz genau. Und ja, war schon drauf und dran. Da hat dann eine gute Freundin zu mir gesagt, Mensch Inka, sei vorsichtig, probier das erstmal eine Woche aus. Ich habe es dann eine gute Woche, ich glaube es waren 2, ausprobiert. Und ich muss sagen, also das, was ich auf der Straße an Stau erlebe, da war der öffentliche Nahverkehr auch nicht besonders viel attraktiver. Ich bin abends kaum nach Hause gekommen. Und meine Frage ist, was tun Sie und Ihre Partei, wenn Sie an die Regierung kommen, für eine wirkliche Verkehrswende, die beinhaltet, dass wir eben alle nicht mehr so sehr auf den Autoverkehr angewiesen sind. Gerade unter dem Aspekt Dieselskandal ist es nicht wirklich an der Zeit, da mal umzudenken und zu sagen, gut, wir starten jetzt wirklich eine Verkehrswende, die sich dann auch, wo die Leute gerne den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Mhm. Also ich muss sagen, das ist im Moment noch nicht so. Ja. Klare Frage, Verkehrswende vom Auto weg. Ja, ich glaube, Sie beschreiben eine dramatische Situation, die, glaube ich, Millionen Menschen nicht nur im Raum Köln, Düsseldorf, Solingen erleben, sondern in der ganzen Republik. Wir müssen 2 Gruppen unterscheiden. Die Leute, die in den Städten wohnen und in den Städten arbeiten. Und dann haben wir die Leute, die außerhalb der Städte wohnen, aber in die Städte kommen, um dort zu arbeiten. Also die Pendler, die längere Strecken fahren müssen. Da müssen wir unterscheiden. Wer in Köln wohnt, sagen wir mal in Lindenthal,
und arbeitet in der Innenstadt, für den ist, glaube ich, der KVB, man hat ja einen guten Zeittakt. Wer aber in Würselen wohnt, wo ich zu Hause bin, und nach Köln zur Arbeit fahren muss, der muss über die A4. Und er braucht viel Zeit. Also den öffentlichen Personennahverkehr in den Städten ausbauen, das haben wir gemacht in den vergangenen Jahren, das ist gut. Immer noch nicht ausreichend, muss noch viel investiert werden. Aber ich glaube, dass wir insbesondere im Personennahverkehr bei der Bahn in Kurzstrecken zwischen 80 und 150 Kilometern sicher stärker werden müssen. Das ist eines unserer Ziele, dass wir bei der Infrastruktur, bei der Eisenbahn deutlich mehr investieren. Das ist übrigens etwas, wenn ich nochmal auf Herrn Koch zurückkommen darf. Wenn wir nicht investieren in solche Verkehrswege, nicht was nur in die Straßen, sondern auch... Was würden Sie denn da investieren, in den öffentlichen Nahverkehr? Was würden Sie sagen, Summe muss rein? Ich bin ja gerade dabei, das zu erklären. Ja, ich warte mal auf eine Zahl. Schiene, wie? Ich warte auf eine Zahl. Welche Zahl? Wie viel würden Sie investieren in den öffentlichen Nahverkehr? Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Kopf nicht sagen, weil das finde ich bei Ihrer Frage überraschend. Da sind die Kommunen dran beteiligt, das heißt die Stadt Köln zum Beispiel, ist das Land Nordrhein-Westfalen dran beteiligt, das investieren die Bundesbahn dran beteiligt und der Bund. Das sind sicher hunderte Milliarden, die wir in den nächsten Jahren investieren müssen. Eine einzelne Zahl kann ich Ihnen gar nicht nennen. Aber dass wir im Bereich, Sie haben den Begriff der Verkehrswende, zu der Verkehrswende gehört nicht nur der Ausbau der öffentlichen Straßeninfrastruktur, sondern auch der Schienenwege. Und dazu gehört vor allen Dingen auch, dass wir bei der Verkehrswende eins, und wir müssen uns ehrlich machen, wir werden in den nächsten 10, 15, 20 Jahren die Automobile nicht alle abschaffen können. Deshalb gehört zur Verkehrswende auch die Optimierung der Verbrennungsmotoren. Die wird es noch eine ganze Zeit lang geben. Also muss man in die Dieseltechnologie investieren. Diese Vorstellung, wir könnten von einem Tag auf den anderen die Autos von der Straße holen, ist eine Illusion. Das wird es noch weiter geben. Also um die Verkehrswende zu schaffen, brauchen wir weiter Autos. Und bei den Autos brauchen wir weiterhin verbrauchsarme, stickstoffarme, CO2-arme Motoren. So, ich muss wirklich darauf achten, dass die vielen, vielen Hände, die hier hochgehen, auch alle drankommen. Sorry, also ich gehe jetzt weiter. Bitte schön, Sie haben eine Bluse mit Punkten an. Stimmt. Schönen guten Abend, mein Name ist Anne Tackebeil, ich komme aus dem Erzgebirge. Ich bin 42 Jahre alt, gelernte Bürokauffrau. Aber in den letzten reichlich 20 Jahren habe ich in den verschiedensten Bereichen gearbeitet, im Pflegebereich, als Köchin, als Taxifahrerin, Eventmanager. Kurz gesagt, ich bin Mutter von 6 Kindern im Alter von 3 bis 22 Jahren. Und meine Frage ist jetzt, was wollen Sie tun, damit Mütter wie ich, die jetzt wirklich überdurchschnittlich viele Kinder und somit auch spätere Leistungsträger heranziehen, nicht mit einer Mindestrente dastehen? Darf ich mal umgekehrt fragen? Sie haben eine ganze Reihe von Berufen genannt, bei denen Sie teilweise nicht rentenversichert haben. Ja, das ist eine Mutter. Eine Mutter ist Taxifahrerin, Köchin, Eventmanager, Motivationstrainer. Und das bei rollender Woche. Und ohne Nachtzuschlag und ohne Wochenendzuschlag. Ein Multitalent. Ja. Ja, Sie haben sie... Meine Frage ist jetzt... Meine Mutter war die Mutter von 5 Kindern. Ja. Ich war das 5. Sie hat so gearbeitet wie sie. Ich habe im Moment innegehalten, weil ich mich sehr an meine Mutter erinnert fühlte. Sie hat keine Rente bekommen. Meine Mutter hat keine Rente bekommen. Und erst als sie ganz alt war, wurden ein Teil ihrer Jahre anerkannt für eine Mini-Rente. Das geht nicht. Und das ist ein Teil unseres Programms, ganz klar. Wir haben diese Mütterrente eingeführt. Und wer jemand wie Sie, der so viele Kinder erzieht, hat einen Anspruch darauf, dass er im Alter abgesichert ist. Wir wollen eine Solidarrente. Ja. Auf meinem letzten Bescheid, den ich von der Rentenkasse bekommen habe, stand 600 Euro. Und die Rentenkasse weiß, dass ich so viele Kinder habe. Ja, aber Sie haben mir jetzt eine Frage gestellt, was ich für Sie tun will. Also ich will Ihren Rentenbescheid ändern, um es klar zu sagen. So. Das heißt, in der nächsten Wahlperiode wollen wir einen neuen Generationenvertrag schließen. Das heißt, wir werden, das darf ich ja mal sagen, ein entscheidender Unterschied zwischen Angela Merkel und mir ist der. Angela Merkel sagt zu Leuten wie Ihnen, wir haben keinen Handlungsbedarf. Es gibt bei der Rente keinen Handlungsbedarf. Sie sind ein Fall, der zeigt, was Ungerechtigkeit bei Generationen bedeutet. Deshalb, wir wollen eine Solidarrente, die 10% mindestens oberhalb der Grundsicherung liegt. Das hieß für Sie, wie war der letzte Rentenbescheid?
603 Euro. Wie ist es für Sie, der durchschnittliche Satz bei der Grundsicherung liegt in Deutschland bei etwa 790 Euro. Wir wollen mindestens 10% mehr, da wären 880 Euro. Sie sehen, ich würde Ihren Rentenbescheid ändern. Aber sagen wir es nochmal, einer der entscheidenden Unterschiede zwischen Frau Merkel und mir ist der, wenn Frau Merkel sich durchsetzt, sinken die Renten weiter ab, auch Ihre. Werden die Beiträge steigen und dafür werden wir noch bis 70 arbeiten dürfen. Ich will eingreifen mit einem neuen Generationenvertrag, bei dem abgesichert wird, dass die Rentenniveaus stabil bleiben, dass wir die Solidarrente einführen und dass die Rentenbeiträge gedeckelt werden. Und dass wir nicht bis 70 arbeiten, sondern bis 67. Also, das ist ein guter Punkt und muss noch mal sagen, Frauen wie Sie, deshalb habe ich im Moment wirklich aufgewühlt, weil das hätte auch meine Mutter sein können, was Sie da erzählt haben, haben einen Anspruch darauf, dass der Staat ihre Lebensleistung respektiert. Gibt es noch Fragen zur Rente? Fragen zur Rente? Ja, bitteschön, der Herr mit dem Polunder. Manfred Alberti aus Wuppertal. Sie haben am Anfang Ihres Wahlkampfs oft von dem Schweizer, glaube ich, aus Elmshorn gesprochen, der mit 50 Jahren arbeitslos wird und jetzt 15 Jahre im Grunde nach 2 Jahren Arbeitslosengeld 1, 15 Jahre ohne Einkommen dasteht. Daraufhin hat die SPD gesagt, ja, 2 Jahre Arbeitslosengeld Q, was er ihm aber im Grunde gar nicht hilft, weil in großen Teilen Deutschland gibt es auf dem Arbeitsmarkt für Ältere nichts. Die Leute werden arm, müssen arm werden, um Hartz IV zu bekommen. Eine sehr große Ungerechtigkeit. Meine Frage, können Sie sich vorstellen, weil wir ja darüber nachdenken müssen, wie man die Jahre zwischen 50 und 67 anders gestaltet, können Sie sich vorstellen, dass man ein Arbeitslosengeld E für Ehrenamt erarbeitet, dass die Leute, die sagen, ich will Vollzeit für ein Ehrenamt arbeiten, in der Ausbildung, in der Schule, im Verein, irgendwo in der Pflege, dass die Leute abgesichert werden durch Arbeitslosengeld. Dass sie nicht Hartz IV bekommen müssen, dass sie nicht arm werden müssen, ihr Haus verkaufen müssen, sondern dadurch die Möglichkeit haben, selbstbestimmt, durch Ehrenamt sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Nee, tut mir leid, kann ich nicht mit dienen. Bin ich auch nicht für. Erstens mal war der Fall nicht 50, sondern er war 55. Ja. Aber auch nicht Elmshorn, ist aber egal. Worum geht es? Es geht um was ganz anderes. Nehmen wir mal den gut qualifizierten deutschen Facharbeiter. Ja? Nehmen wir mal einen Elektriker, der als Elektriker gelernt hat mit 14 Jahren bis 17 Jahren, aber bei der Bundeswehr und anschließend hat er 40 Jahre oder 35 Jahre gearbeitet. Ist jedes Jahr hat er sich weiterentwickelt. Heute hat er einen Job, wo er nicht mehr das macht, was er vor 30, 40 Jahren gelernt hat, sondern er ist heute Mechatroniker. Oder Elektroniker. Der macht heute einen Job, jedenfalls der Mann, den ich damals getroffen habe, den hätte vor 30 Jahren ein graduierter Ingenieur gemacht. Das macht er heute. Gut qualifizierte Facharbeiterinnen und Facharbeiter sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Jetzt wird da einer, weil ein Werk schließt, mit 50, 55 arbeitslos. Und jetzt sagen wir dem, bei deiner Qualifikation geben wir dich auf, du machst jetzt Ehrenamt und wirst dafür staatlich alimentiert. Auf der anderen Seite kommen die Wirtschaftsverbände zu mir und sagen, wir haben eine enorme Lücke an Facharbeiterinnen und Facharbeitern. Bis zum Jahr 2040 wahrscheinlich 3,3 Millionen zu wenig in Deutschland. Gebe ich einen Mann, der 53 oder 55 Jahre ist, oder eine Frau, die noch bis 67 arbeiten muss, auf? Oder sage ich, wir bauen die Bundesagentur für Arbeit zu einer Agentur für Arbeit und Qualifizierung weiter? Und wenn der auf der Grundlage dessen, was er als Elektroniker gelernt hat, als Elektriker, für ein halbes Jahr, nicht 2 Jahre, für ein halbes oder ein Dreivierteljahr weiter qualifiziert wird, sage ich Ihnen voraus, findet der heute einen neuen Job. Das ist der entscheidende Punkt. Und dann noch eins. Das sind Leute, die haben das Haus noch nicht bezahlt. Die haben häufig die Kinder noch in der Ausbildung oder noch im Haus. Möglicherweise schon pflegebedürftige Eltern. Die kann ich nicht mit dem Ehrenamt abspeisen. Deshalb die Qualifizierungsoffensive zu sagen, wir geben einen Mit-50er oder eine Mit-50erin nicht auf, sondern versuchen, über Qualifizierung in einen neuen Job zu bringen. Das ist das Konzept.
der Agentur für Arbeit und Qualifizierung, das Andrea Nahles vorgestellt hat. Das halte ich für besser. Aber ich will Sie ja gerade nicht aufgeben. Es sind aber unheimlich viele Menschen, die finden keine Arbeit. Ja, Trotz hervorragender, bester Qualifikation. Sie finden keine Arbeit. Da ist der Arbeitsmarkt für die Älteren oft leer gefegt. Das sind aber zwei Paar Schuhe. Diejenigen, die keine Arbeit finden, haben Sie recht. Für die müssen wir was tun. Und da will ich offen zugeben, auch meine Partei hat da vielleicht in den letzten Jahren nicht richtig hingeschaut. Ja. Deshalb habe ich zu Beginn dieses Jahres gesagt, Leute, wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt. Leute, die nicht mehr vermittelbar sind oder nur schwer vermittelbar sind, die können wir nicht abspeisen. Die müssen wir in den Arbeitsmarkt integrieren. Das kann man häufig bei den kommunalen Ebenen machen. Da gibt es Arbeit, wo man die Leute integrieren kann. Möglicherweise auch finde ich die Idee Ehrenamt, ehrenamtliche Arbeit. Also das, was sonst im Ehrenamt gemacht wird, die Leute da reinholen, dass sie dort helfen können. Gute Idee, nehme ich gerne mit. Aber das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Qualifizierung von gut qualifizierten Facharbeitern, die ihren Job verlieren und woanders hin sollen, ist eine Sache. Und die Frage, wie wir die Menschen, die schwer vermittelbar sind, dass wir die nicht aufgeben dürfen, da teile ich Ihre Meinung. Aber das ist ausdrücklich auch mein Ziel, dann einen neuen Arbeitsmarkt zu schaffen. Sie können gleich stehen bleiben. Wir machen mit der jungen Dame. Ist zwar jetzt nicht das Thema Rente vermutlich, obwohl Sie müssten noch eine Weile arbeiten. Wir machen mit Ihnen weiter. Das Mikrofon kommt zu Ihnen. Ja. Guten Abend. Mein Name ist Elsa Ludorf. Ich bin 19 Jahre alt und ich komme aus Niedersachsen, Seevetal. 2016 waren rund 45.000 Ausbildungsplätze ja nicht besetzt. Und auch wie ich das immer so mitkriege, herrscht in der Gastronomie. Bei Friseuren großer Arbeitskräftemangel. Nun haben wir momentan ja all die Flüchtlinge hier und von denen würden viele, glaube ich, gerne arbeiten, aber dürfen es nicht. Anguckt, was ja gerade mit der Rente angesprochen wurde, auch der demografische Wandel, die immer älter werdende Gesellschaft. Da wollte ich fragen, was sind Ihre Flüchtlinge besser zu integrieren, vor allem in den Arbeitsmarkt? Ja, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben Facharbeiterinnen und Facharbeitermangel. Sie haben ja ein paar Berufe angesprochen. Da finden die Unternehmen häufig kein Personal. Händeringend suchen die das. Gastronomie, Hotellerie, ganz stark. Ja, ich habe einen Plan, was die Integration angeht. Wenn in diesen Bereichen Leute, ich war vor einer Woche in einer Wahlarena des ZDF, da hatte eine Hotelbesitzerin aus Bayern. Die war da mit einem jungen Mann aus Afghanistan, der da Koch lernt. War ein exemplarisches Beispiel dafür, wie es gehen könnte, wenn man es richtig macht. Es gibt für die Integration drei Zauberworte. Sprache, Arbeit, Freunde. Man muss die Sprache erlernen des Landes, in dem man leben will und arbeiten will. Wenn man dann doch leben will und arbeiten will, muss man auch Arbeit annehmen und Arbeit finden. Und wer die Sprache spricht und Arbeit hat, der findet auch Freunde. Und wer Freunde hat, der ist integriert und kann sie integrieren. Ich glaube, so müssten wir es anpacken. Sie haben einen ganz wichtigen Punkt genannt. Dazu gehört aber auch, dass wir mal eins erkennen. Diejenigen, die in diesem Lande jetzt die Hetze gegen andere zum Programm erheben und in Umfragen mehr als 10% einfahren, ist ein Verein von Hetzern, der am Ende unserer Wirtschaft schadet. Und deshalb kann ich Ihnen sagen, gegen die werde ich jedenfalls die Tage bis zur Bundestagswahl meine Kraft mobilisieren. Herr Schulz, Sie haben ja auch gesagt, in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, denn das Integrationsgesetz sieht ja vor, dass die Möglichkeit der Beschäftigung sein muss. Haben Sie gesagt, da rufe ich jetzt aber mal den Seehofer an in Bayern und sage, mach das jetzt endlich mal. Hat das geklappt? Habe ich gemacht. Aber nicht bei dem Jungen, da brauchte ich ja nicht anzurufen in Bayern, das lief, da war schon jemand dran. Sie meinen jetzt den Fall mit dem Seehofer bei der RTL-Wahlarena, ich habe Herrn Seehofer angerufen, der Junge wird nicht abgeschoben. Also ihm angeblich so abschieben. Ich meinte mit der Beschäftigung, die Frau aus dem Allgäu, mit den Köchen etc. Ja, ich habe die gefragt, da waren aber schon Leute dran, das lief schon. Gut. Insofern musste ich mich nicht persönlich drum kümmern. Ich hatte in der RTL-Wahlarena einen anderen Fall. Da musste ich mich persönlich drum kümmern. Da habe ich ja versprochen, ich rufe Herrn Seehofer an. Ich habe den Herrn Seehofer angerufen. Er hat gesagt, der wird nicht abgeschoben. So. Dann machen wir vielleicht jetzt noch mit einer Lösung bei uns weiter. Nehmen wir Sie dran. Vielleicht finden wir da auch noch was, wen Sie anrufen können. Ja, grüß Gott, Pöppel Michael aus Bayern. Da haben wir schon einen erwischt. Ja. Herr Schulz, Sie müssen jetzt da einfach mal widersprechen, was das Thema Flüchtlinge betrifft. Im eigenen Betrieb habe ich da sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht. Wir haben versucht, 10 Flüchtlinge in Lohn und Brot zu bekommen, also sei es eine Ausbildung oder eine ganz normale
Beschäftigung zu erreichen. Und das traurige Ergebnis ist, dass momentan nur einer beschäftigt ist bei uns. Ja, der Rest hat einfach von heute auf morgen aufgehört, innerhalb von weniger Tage, hat dann gesagt, ja, er kann nicht so früh aufstehen, erst wenn es hell ist. Oder ja, er wollte 3.000 Euro netto haben. Und was ist das für ein Betrieb? Wir haben Städtereinigung, im weitesten Sinne Müllabfuhr, kann man so sagen. Ja, ist nicht das Schönste, ist glaube ich auch klar. Aber ich denke, es ist trotzdem ein ehrenwerter Beruf. Und im Herzen Bayerns, Fachkräftemangel ist vorhanden und ich finde es halt einfach auch schade, wenn dann halt solche Chancen ausgeschlagen werden, einfach aus den eben genannten Gründen. Und ja, da würde ich mir auch von der Politik ein bisschen einen Druck wünschen. Ja, teile ich Ihre Auffassung. Erstens, nicht nur ein ehrenwerter Beruf, sondern ein sehr harter und auch ein benötigter Beruf. Ich war, wie Sie wissen, Bürgermeister, ich weiß, wie bei der Müllabfuhr zugeht. Und großer Respekt für die Arbeit, die die Leute da machen. Zweitens, das ist interessant, was Sie erzählen. Wenn die Leute, die dort arbeiten könnten und, wie ich höre, gutes Geld verdienen könnten, das nicht wollen, finde ich merkwürdig, dann muss man ihnen auch Druck machen, dass sie diese Arbeit annehmen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Also wer zu uns kommt und arbeiten kann, aber nicht arbeiten will, dem muss man sagen, stopp, so läuft das hier nicht. Und dass der Staat da, ich weiß jetzt nicht, was ist das für ein Landkreis? Kelheim. Kennen Sie, oder? Ja, so kräftig CSU regiert, ne? Ja, Gilamos, ja, ich war neulich da. Müssen wir mal mit der CSU reden, ne? Okay, alles klar. Okay, klare Aussage. Ich komme jetzt wieder zu meinem Blog, denn vernachlässigt. Aber ist natürlich ein Hammer, wenn Sie, was Sie da gerade erzählen, wenn das tatsächlich so ist, das darf natürlich so nicht sein. Es geht so nicht. Da ist ein Herr in einem Jackett. Guten Abend, Herr Schulz. Sven Henning Neuhaus, mein Name, aus Essen. Ich bleibe beim Migrationsrecht. Aus Essen? Aus Essen, ja. Und bleibe eigentlich bei der Dame da oben. Sie haben im Kanzlerduell, im Duell gesagt, 250.000 Personen mit Duldungen leben in Deutschland. Und wenn Sie Kanzler werden, würden Sie diese Personen schnellstmöglich abschieben wollen. Mich würde interessieren, wie das funktionieren soll. Ganz konkret, wie die Leute zurück in ihr Heimatland geschickt werden sollen. Denn aus meiner Erfahrung, 90% dieser Personen haben keine Pässe, sind in ihren Ländern nicht registriert und sind nicht abschiebbar. Und da setze ich ein bei der Dame da oben. Sollten solche Personen nicht integriert werden, sollte man diesen Leuten mit den Kettenduldungen nicht die Möglichkeit geben, sich hier zu integrieren? Nein, ich glaube, wir müssen zwei Dinge, interessanter Hinweis, zwei Dinge auseinanderhalten. Sie sprechen mir aus der Seele. Ich will das nochmal wiederholen. Ich habe in diesem sogenannten Duell, gut, das wollen wir jetzt nicht weiter auswählen. Ja, brauchen wir nicht weiter auswählen. Ja. Sie waren nicht dran beteiligt, weil deshalb kein Vorwurf kann an ja Sie. Noch was werden, Mann. Kann noch was werden. Ich hatte Frau Merkel ja vorgeschlagen, Sie noch mal zu treffen. Sie will ja nicht. Also, diese Personengruppen, die man nicht zurückführen kann und die, wenn sie integrierbar sind und der überwältigende Teil dieser Leute ist integrierbar. Nicht alle, das muss man auch mal deutlich sagen. Ich sage das auch schon mal an die Adresse meiner eigenen Partei, nicht alle sind integrierbar. Man darf sich da auch keine Illusionen machen. Da gibt es auch schräge Typen drunter. Aber die überwältigende Mehrheit dieser Leute sind gut integrierbar. Nochmal deshalb drei Punkte, die ich eben der jungen Dame oben gesagt habe. Ich glaube, dass derjenige, der die Sprache erlernt, die Grundvoraussetzung oder diejenige, die bessere Grundvoraussetzung hat, einen Job zu finden. Arbeit haben wir in vielen Bereichen genug. Dann kann man auch die Arbeit vermitteln. Und zum Dritten, wer die Sprache kann und Arbeit hat, findet auch Freunde. Das ist der beste Weg zur Integration. Da würde ich gerne noch mal anfangen. Es geht mir genau nicht um die Leute, die eben sich integrieren und sich auch Arbeit suchen dürfen, sondern es geht mir genau um die Leute, die eben eine Duldung haben, die keinen Aufenthaltstitel haben und die eigentlich ausreisen müssen, aber nicht ausreisen können, weil auch auf das Heimatland sie nicht will. Weil sie aus Namibia kommen, aus der Wüste, wo es keine Standesämter gibt, wo sie aus Libyen kommen, aus Oasen, wo sie nicht registriert sind. Und es wird auch von Ihnen gesagt, diese Person werden wir nach der Wahl, wenn wir gewählt werden, nach Hause schicken. Nein, das habe ich nicht gesagt. Da muss ich noch mal konkret, tut mir leid. Diejenigen, die wir nicht zurückführen können, die können wir nicht zurückführen. So. Wenn sie nicht anerkannt sind als Asylbewerber oder nicht eingebürgert sind bei uns, sondern mit einer dauerhaften Kettenduldung hier sind, aber objektiverweise nicht zurückgeführt werden können, dann entsteht ja genau der Fall, den Sie beschreiben. Und ich war dankbar für diese Beschreibung, weil Sie einen Zustand beschreiben, für den wir eine Lösung finden müssen.
Und meine Antwort auf Ihre Frage ist, die Lösung kann ja nicht darin bestehen, dass wir sie weiterhin von irgendeinem ungeklärten Zustand in den nächsten treiben, sondern eher mal eine Entscheidung treffen. Zumal sie auch den Staatshaushalt belastet. Irgendwann eine Entscheidung treffen. Behalten wir sie hier oder behalten wir sie nicht hier? Es gibt unter denen Leute, die müssen wir zurückführen. Ich will das nochmal sagen. Straftäter zum Beispiel, da bin ich ja nicht bereit, Kompromisse zu machen. Aber wer nicht zurückgeführt werden kann, aber dauerhaft von der Perspektive hier bleibt, da müssen wir nicht Verwaltungsverfahren ewig verlängern, sondern Integrationsschritte machen. Ich glaube, da sind wir beide uns absolut einig. Okay, und Sie haben sich die ganze Zeit gemeldet. Jetzt kommen Sie aber auch mal dran. Dankeschön. Wer sind Sie? Und mein Name ist Inan Durmich, ich komme aus Köln, arbeite im Bürgerzentrum Mütze in Köln-Mülheim. Das Thema ist gerade angesprochen worden, Integration. In den letzten Jahrzehnten wurde die Integrationsarbeit mit religiösen und mit konservativen Strukturen in Deutschland geführt. Man hat Millionen versucht, in irgendwelche Organisationen zu pumpen, die dann die Integrationsarbeit übernehmen wollten oder sollten. Das Ergebnis haben wir. Sind Sie bereit, in Zukunft eher mit demokratischen Strukturen zusammenarbeiten zu wollen, anstatt mit religiösen und konservativen Strukturen, um die Integration fördern zu können? Ich glaube, wir müssen mit allen zusammenarbeiten, dass diejenigen, die laizistisch sind oder diejenigen, die, wie Sie sagen, demokratisch sind und nicht religiös orientiert sind, unsere Ansprechpartner sind, ist völlig klar. Ich bitte Sie aber umgekehrt auch darum, wir müssen auch bei den religiös Orientierten differenziert vorgehen. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Unter denen gibt es ein paar von denen, die ich eben in der Antwort als schräge Typen bezeichnet habe. Wer hier Hass predigt, wer hier unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit andere Grundrechte in Frage stellen will, nehmen wir mal ganz praktisch. In unserer Verfassung wird die Religionsfreiheit garantiert, aber in unserer Verfassung wird auch die Gleichberechtigung von Männern und Frauen garantiert. Und wer jetzt unter Bezug auf die Religionsfreiheit sagt, ich kann aber nicht die Gleichberechtigung von Männern und Frauen akzeptieren, dem muss man sagen, da muss ein anderes Land suchen. In Deutschland geht das nicht. Das ist ganz klar, mit solchen Leuten können wir nicht zusammenarbeiten, aber es gibt sehr wohl, auch in der muslimischen Welt, Organisationen, die religiös sind, mit denen wir problemlos zusammenarbeiten können. In den letzten Jahren nicht mehr mit DİTİB. Da gab es aus der Türkei eine richtige Radikalisierung, wo also die merkwürdige Verwandlung des Staatsoberhauptes der Türkei bis unten zu den Religionsgemeinschaften führt. Diesen Leuten muss man eine Grenze setzen, mit denen würde ich nicht zusammenarbeiten, wenn sie nicht unsere Prinzipien erfüllen. Aber es gibt auch, das wissen Sie, Moscheen, in denen sehr tolerant und sehr offen gearbeitet wird. Klare also differenzierte Antwort. Vorgehensweise. Klare Dankeschön. Antwort, vielen Dank. Wir sind auf meiner Seite wieder. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das zum gleichen Thema ist. Wollen wir mal sehen, vielleicht haben Sie auch ein neues Thema, bitte. Ja, moin, Herr Schulz. Mein Name ist Frank Ubert. Ich komme aus Dillingsdorf. Das liegt zwischen Ahrensburg und Bagdaheiden vor den Toren Hamburgs. Nicht nur Herr Schäuble ist heute 75 geworden, Dieselgate ist 2 Jahre alt geworden. Die USA bzw. VW hat es geschafft, in den USA sich für 20 Milliarden quasi freizukaufen, so habe ich es mal formuliert. Der Hamas hatte versucht, in Deutschland Sammelklage zuzulassen. Das ist irgendwie, ich sag mal, eingeschlafen, ganz flapsig, weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Die Plakate, die die SPD im Wahlkampf verwendet, heißen Gerechtigkeit heißt. Da müsste doch oft draufstehen, VW-Fahrer in Deutschland haben die gleichen Rechte, ihr diesen Betrug einzuklagen, beziehungsweise die Entschädigung dafür. Ja, ich bin allerdings, der Einzige in Deutschland, das tut mir leid, der massiv auf diesem Thema beharrt, in jeder meiner Reden, auf jedem Marktplatz, in jedem Artikel, den ich veröffentliche, noch in jeder Interviewzeile der letzten Monate, habe ich auf den Umstand hingewiesen, den Sie gerade beschrieben haben. Also da werde ich richtig knatschig, wenn ich darüber nachdenke. Es gibt die Musterfeststellungsklage, die Heiko Maas verfasst hat, unser Justizminister. Wir haben nicht dieses Sammelklagenrecht der USA. Aber Sie haben völlig recht, wenn Sie Volkswagen verklagen wollen, um Ihr Recht einzuklagen, oder Daimler, sind Sie verloren, genauso wie ich. Wer alleine gegen so einen multinationalen Konzern alleine klagen will, der ist verloren. Wir wollen eine Musterfeststellungsklage, das heißt eine Musterklage, der sich dann viele andere anschließen können. Die liegt vor. Und Sie haben recht. Wissen Sie, wo sie liegt? Im Kanzleramt. Und ich habe Frau Merkel jetzt schon x-mal gefragt, ja, das Gesetz ist mir nicht präzise genug. Da habe ich ihr gesagt, ja, da schreiben Sie es doch rein, was Sie präzisiert haben wollen. So, kein Still ruht der See im Bundeskanzleramt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es mir ungefähr denken. Vielleicht ist der eine oder andere Lobbyverband. Und wenn Schwarz-Gelb in Deutschland regiert,
gebe ich Ihnen eine Garantie, wird daraus überhaupt nichts. Machen wir es mal umgekehrt. Wenn wir regieren, wird die Musterfeststellungsklage innerhalb der ersten 100 Tage auf den Weg gebracht, weil Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland nicht schlechter gestellt sein dürfen als in den USA. In den USA konnte Volkswagen schnell 14 Milliarden Euro zahlen. Und in Deutschland sind wir in der Situation, dass wir die Rechtsgrundlage hätten, aber sie ruht im Kanzleramt. Also zu dem Thema, es gibt keine Unterschiede. Oh ja, es gibt Unterschiede. Und über die kann man am 24. September abstimmen. Okay. So, Sonja? Ich komme jetzt einfach auf deine Seite, weil die junge Dame hat mich die ganze Zeit auch angeguckt. So, bitteschön. Guten Abend, Herr Schulz. Mein Name ist Zoe Olbermann und ich komme aus Hamburg. Es ist ja so, wir leben gerade in Zeiten, ja, wo wir doch teilweise es mit egozentrischen und auch nicht ganz vorhersehbaren Machthabern zu tun haben, gucken wir zum Beispiel zu Trump oder Erdogan. Jetzt ist es ja so, dass Frau Merkel sich in ihrer langen Amtszeit international ein Ansehen erarbeitet hat und dort auch als sehr einflussreiche Vertreterin Deutschlands wahrgenommen wird. Meine Frage an Sie, Herr Schulz, ist, wie wollen Sie es denn erreichen, dass Sie in kurzer Zeit ebenso eine Position haben und für solche Leute eben auch als ein Gesprächspartner auf Augenhöhe gelten. Ich glaube, dass ich war 22 Jahre Abgeordneter des Europäischen Parlaments und 5 Jahre sein Präsident. Die meisten Leute, mit denen Angela Merkel auf den G20 oder G7-Treffen verkehrt, die kenne ich alle sehr gut. Ich habe als Präsident einer europäischen Institution, ich war 7,5 Jahre Fraktionsvorsitzender im Europaparlament und 5 Jahre Präsident des Europaparlaments, ist für mich überhaupt kein Problem, mich auf der internationalen Ebene zu bewegen. Im Gegenteil, ich kenne die meisten Regierungschefs der Europäischen Union sehr intensiv, sehr lange, auch aus anderen Parteien. Ich habe mit Angela Merkel, das muss ich ja zugeben, in diesem Bereich übrigens häufig zusammengearbeitet und auch ihre Arbeitsweise kennengelernt, also die Arbeitsweise von Frau Merkel. Da habe ich eine andere, muss ich auch sagen. Frau Merkel hat ja so ein bisschen die Haltung, auch in den Zeiten von Erdogan, Trump und Putin, doch sehr zurückhaltend zu sein. Das wäre ich nicht. Ich glaube, dass man einem amerikanischen Präsidenten bei allem Respekt vor dem Amt des Präsidenten dieser großen Nation was sagen muss. Einer, der nicht gewillt ist, sich von Hakenkreuz flaggenschwenkenden Rassisten zu distanzieren, die mit einem Auto in die Menge fahren und jemanden ermorden, dem kann man sehr wohl sagen, Ihre Politik, Herr Trump, wird niemals die Politik der Bundesrepublik Deutschland werden. Das finde ich, wenn man Hakenkreuz fahren sieht, in jedem Fall notwendig und zwar einen klaren deutschen Hauptsitz. Danke. Man kann ja viel fragen zur Türkei, weil Sie es angesprochen haben. Eins würde mich mal interessieren. Warum gibt es keine Reisewarnung eigentlich? Könnte der Außenminister doch aussprechen. Das wäre, würde nämlich viele Leute, wenn sich darüber freuen, könnten Sie Ihren Urlaub kostenlos stornieren. Zur Reisewarnung gehören bestimmte Kriterien. Die muss man erfüllen. Die Türkei ist dabei, den Rechtsstaat abzubauen, ja. Aber Sie können die Türkei nicht mit Afghanistan vergleichen zum Beispiel. Insofern, da gibt es ganz bestimmte Normen, die müssen eingehalten werden, um so eine Reisewarnung auszusprechen. So weit würde ich nicht gehen. Aber Reisehinweise, dass Bundesbürger, unbescholtene Bundesbürgerinnen und Bundesbürger nicht ganz sicher sein können, in die Türkei zu reisen, das ist ein Skandal, einer der Gründe, warum ich als jemand, der lange befürwortet hat, dass die Türkei in die EU aufgenommen werden soll, jetzt der Meinung bin, solange dieser Mann da regiert, glaube ich, können wir die Beitrittsverhandlungen nicht weiterführen. Okay, Sie bitte. Bleiben Sie gleich bei mir, Herr Schulz. Ja, ich bleibe hier stehen. Guten Abend, Herr Schulz. Mein Name ist Katja Schütz, ich bin 25 Jahre alt und komme aus Stemwede in Minden-Lübbecke. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Wissen Sie, Sie stehen wie kein Zweiter in diesem Wahlkampf für das Thema soziale Gerechtigkeit. Vor 2 Jahren bin ich durch sämtliche Systeme des deutschen Staates gefallen und stand ohne Krankenversicherung da. Ich hatte keine Ausbildung mehr, hatte keinen Anspruch auf Hartz IV, da meine Mutter ein paar Euro zu viel verdient hat. Und war zu alt für die Familienversicherung. Das hieß, jeden Monat 180 Euro von einem Einkommen zahlen, was es nicht gab. Was werden Sie dafür tun, dass das nie wieder passiert in Deutschland? Und warum ist es überhaupt in einem Staat wie Deutschland, der so reich ist, so, dass es kein Gesetz gibt, das die deutschen Bürger absichert, zumindest für die Krankenversicherung? Darf ich nochmal zurückfragen? Sie sind durch alle, wie geht das? Also ich habe leider Gottes zu kurz gearbeitet, um ALG 1 zu bekommen. Verstehe. Hartz IV war tatsächlich, es waren ein paar Euro, dadurch habe ich das nicht bekommen. Und dann, da man in Deutschland krankenversichert sein muss, kam die Freiwilligenversicherung. Wie man das bezahlt, ist allen egal. Ja, ich habe es jetzt besser verstanden, habe auch als Bürgermeister solche Fälle erlebt. Wir wollen die solidarische Bürgerversicherung einführen. In Deutschland sowieso, wir leben ja in einem Zweiklassen-Medizinsystem, eine private Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung, wo der Leistungskatalog unterschiedlich ist und wo über
die Behandlung am Ende nicht der Arzt entscheidet, sondern ein Sachbearbeiter einer Krankenkasse, ob die Leistung gewährt wird oder nicht. Ihr Fall, ich kann Ihnen jetzt nicht sofort eine präzise Antwort geben, in Ihrem individuellen Fall, kann aber nur für die Zukunft sagen, wir brauchen ein medizinales Versicherungssystem, wo eine Versicherungsgarantie für jeden Bundesbürger gegeben wird. So würde ich versuchen, Ihren Fall zu lösen, weil sowas darf es einem reichen Land wie Deutschland nicht geben. Eben, vor allem, Es betrifft einfach immer nur die jungen Leute. Also alle, die ich kenne, sind vor allen Dingen halt, dass sie unter 25 sind, kein Recht irgendwie meistens auf Hartz IV haben, weil erstmal noch die Eltern aufkommen müssen. Und dann fallen sie durch die Systeme. Das betrifft nicht nur die jungen Leute. Ich habe, weil ich eben sagte, deshalb habe ich zurückgefragt, ich habe als Bürgermeister einen Fall erlebt, wo ein Ehepaar, selbstständig, der Ehemann immer versichert war, die Frau hat immer im Betrieb mitgearbeitet, eine Gastwirtschaft, und die Frau war aber nie versichert. Und irgendwann verstarb der Mann und dann stand die Frau da ohne irgendeine Krankenversicherung. Und dann habe ich, also bis Ulla Schmidt, die war damals Gesundheitsministerin, rauf, also die Leute gefragt, aber es geht doch nicht, du kannst ja nicht einen Menschen ohne irgendeine Versicherung. Doch, das ging. Die blieb ohne Versicherung. Irgendwann gab es dann eine Lösung, die aber sehr teuer war. Das darf nicht sein. Das geht nicht. Deshalb in der solidarischen Bürgerversicherung müssen solche Fälle gelöst werden. Es tut mir leid, aber ich hoffe, Sie denken am 24. September an mich, da kann ich Ihnen danach auch helfen. gut geschehen. Sonja macht weiter. So. Herr Schulz darf auch mal einen Schluck Wasser trinken zwischendurch. Ja, genau. Und da sehe ich eine Dame, die den Finger ganz streng nach oben hält. So, bitteschön. Guten Abend, Herr Schulz. Guten Abend. Mein Name ist Dagmar Heidenreich. Ich bin Geschäftsführerin eines Pflegeservice mit einer angegliederten Tagespflege. Was sehen Sie vor, damit wir nicht erst morgen und übermorgen, sondern auch schon heute die offenen Stellen besetzen können? Thema Pflegekräftemangel. Ich habe mit Entsetzen wahrgenommen, dass im Juli Frau Nadels eine Presseerklärung, das Gesetz ist durchgegangen, Mindestlohn für Pflegehilfskräfte oder für Pflegekräfte 10,23 Euro die Stunde. Wir zahlen im Schnitt 10-20% die Stunde mehr. Die Überschrift dieser Pressemitteilung lautete: Wir wollen mit der Erhöhung des Mindestlohns für Pflegekräfte die Bedeutung dieses Berufsstandes stärken. Es wurde versäumt zu schreiben, dass die Verhandlungspartner für Gehälter die Verbände der Pflegekassen sind und soweit es öffentliche und der öffentliche Kostenträger, wenn es um vollstationäre und teilstationäre Pflegeeinrichtungen gibt. Und ich war verärgert, diesen Bumerang den Arbeitgebern zuzuschieben, die, wie gesagt, mit den Verhandlungen die Kassen gegenüber sitzen haben und, wie gesagt, zum Teil den öffentlichen Kostenträger. Mhm. Wir sind auf dem Weg bei 3 Millionen Pflegebedürftigen, auf dem allerbesten Weg, dass wir einen Notstand in der Form haben, dass wir nicht mehr wissen, wie wir alte, kranke und Behinderte versorgen und betreuen sollen. Es ist heute, wie wir alte Behinderte. Die Frage ist, was Sie tun werden, damit Arbeitgeber morgen und übermorgen offene Stellen besetzen können. Eine ganz naive Frage. Ja, ganz verstanden. Herr Schulz, eine ganz naive Frage. Steuersenkung zum Beispiel für Pflegekräfte. Die Pflegekassen. Für Sie als Unternehmen oder für die Angestellten? Lohnsteuer zum Beispiel. Gut. Die Pflegekassen haben Milliardenüberschuss. Herr Schulz, wie machen Sie den Beruf attraktiver und wie entlasten Sie unter Umständen dann auch diejenigen, die solche Heime betreiben? Machen wir es mal ganz drastisch. Von Wahlarena zu Wahlarena. Von Debatte zu Debatte wird jetzt die Pflegedebatte in Deutschland immer intensiver. So. Zu Recht. Zu Recht. Ich habe, als ich hier anfing im Februar, in meiner ersten Rede gesagt, Deutschland ist ein Land mit Milliardenüberschüssen und Menschen, die im Alter nicht in der Würde behandelt werden, in der sie behandelt werden müssten. Das mache ich jetzt seit 6 Monaten. Bin froh, dass das jetzt im Wahlkampf endlich ein Thema wird. Ich sage Ihnen was, ich kann nicht heute und auch nicht gestern. Ich kann nur für morgen.
Und dazu brauche ich, hoffe, dass ich die Mehrheit bekomme, eine Mehrheit. Ich werde in den ersten 100 Tagen als Bundeskanzler einen Neustart in der deutschen Pflegestruktur beginnen. Dazu gehören drei Dinge. Mehr Personal, bessere Bezahlung des Personals und mehr Pflegeplätze. Wir leben in einem Land, in dem Demenzstationen überfüllt sind und normale Pflege, normale Einrichtungen mit Demenzkranken belegt werden müssen, weil dafür kein Platz da ist. Ich möchte, dass wir 30% mindestens mehr an Gehältern zahlen. Mehr. Weil ich glaube, dass wir den Beruf auch dadurch attraktiv machen müssen, dass anständig bezahlt wird. Allerdings sagen mir viele Pflegekräfte, ich weiß nicht, wie das in Ihrem Unternehmen ist, es geht uns gar nicht so sehr ums Geld, es geht um zusätzliches Personal. Und das zusätzliche Personal brauchen wir, um einen Schlüssel herzustellen, ein einheitlicher Pflegeschlüssel. Wie viele Menschen, die gepflegt werden müssen, kommen auf einen Pfleger und auf eine Pflegerin? Heute viel zu viel. Im Moment in Krankenhäusern. Ich rede jetzt im Moment 13 vor einigen Patienten. Ja, einer. Viel zu viel in der Pflege, sowohl in der medizinalen als auch in der geriatrischen Pflege haben wir einen dramatischen Personalmangel. Ich will noch mal auf die junge Dame eben zurückkommen. Wir werden sicher auch Menschen rekrutieren müssen, haben wir heute schon. Aus osteuropäischen Ländern ganz viele Leute, die in diesen Berufen arbeiten, wo wir zusätzlich Personal auch finden werden. Aber das muss anständig behandelt werden. Ich glaube, das will ich hier auch ganz klar sagen. Wir brauchen einen kompletten Neustart in der Pflege. Ich habe in einer anderen Sendung gehört, dass ein junger Mann, Frau Merkel, gesagt hat. Das war in der Wahlarena der ARD. Ja, in der Wahlarena ARD. Hier. Dass alte Menschen in Deutschland in ihren Exkrementen liegen. Was für ein Skandal. Deshalb Neustart, mehr Personal, mehr Einkommen und ein neuer Schlüssel zur Verteilung des Personals auf die zu pflegenden Menschen. Das ist eine Staatsaufgabe Nummer eins. Der Artikel 1 unserer Verfassung heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. In der Altenpflege wird die Würde des Menschen mit Füßen getreten in vielen Fällen. Das ist nicht die Schuld des Personals, sondern wir stecken einfach nicht genug Geld da rein und geben dafür den alten Menschen nicht das, was ihnen zusteht. Das ist ein Skandal. Und mit mir als Bundeskanzler wird es einen Neustart in der Pflege geben. Mhm. Wahlarena, das Original, bei uns hier in der ARD. Wir machen das schon seit 2005. Und wenn sich jetzt noch jemand reinschaltet, Herr Schulz kennt weder die Fragen noch die Themenkomplexe vorab. Und ich weiß jetzt auch nicht, was Sie zum Beispiel für eine Frage hätten. In Ihrem roten T-Shirt sind in meinem Windschatten. Nehmen Sie jetzt mal dran. Moin, Herr Schulz. Mein Name ist Christine Wienberg, ich komme hier aus Lübeck. Und genau das, nicht nur die alten Menschen sind krank oder eben auch alt und dann Rentner. Was machen Sie mit denen? Mein Mann hat mit 47 Krebs gekriegt, war bis dato immer berufstätig. Zum Glück wieder ins Berufsleben zurück. Wenn er jetzt aber aufhören müsste zu arbeiten, er ist 100% schwerbehindert, dann müsste er von Hartz IV leben. Diese Menschen fangen Sie nicht auf. Oder unser Schwiegersohn ist 38 und krank. Mhm. Diese Menschen vergessen Sie, die fallen durchs Raster, bekommen dann Hartz IV. Ja, oder müssen sehen, wo sie bleiben. Darf ich mal zurückfragen? Mhm. Ihr Mann hat gearbeitet. Ja, ganz normal. Bis 47 bekam dann Darmkrebs. Und kriegt er nicht Erwerbsminderungsrente? Ja, die wäre dann so klein, dass wir dann ergänzend Hartz IV und dann, was der junge Mann da oben schon sagte, alles verlieren würden, was wir uns bis dato aufgebaut haben. Na, also heißt es wieder ins Berufsleben zurück. Na, noch mit 100% Schwerbehinderung, da geht nächstes Jahr ein Teil zurück. Aber diese Menschen vergessen Sie. Aber Ihr Mann könnte arbeiten, ja, er ist in ganz bestimmten Bereichen. Ja, natürlich, das ist das, was Sie eben dem Herrn gesagt haben. Aber trotzdem ist es ja nicht gerecht, wenn jemand krank ist. Ist nicht gerecht. Die Menschen sind einfach raus, die haben gearbeitet und die vergessen Sie. Nein, total. Ist nicht gerecht. Ich fragte nach der Erwerbsminderungsrente. Ja, und die Anrechenbarkeit der Erwerbsminderungsrente auf andere staatliche Leistungen, das muss man im Einzelfall prüfen. Ja. Wir wollen. Das habe ich eben schon mal gesagt in der Antwort auf die Dame, Dame aus Thüringen, die Mutter aus Thüringen. Genau, die Mutter. Ja. Es sind immer wieder diese, die aus dem Raster fallen. Ne? Es sind übrigens in der Regel Frauen, die davon am stärksten betroffen sind. Das ist die größte Ungerechtigkeit, weil es die Frauen sind, die die härteste Arbeit leisten, anschließend bestraft werden. Ich kenne den Fall jetzt eben einzeln nicht. Nein, wir wollen, muss noch mal sagen, die Solidarrente. Mhm. Das heißt, wer 35 Jahre zum Beispiel eingezahlt hat, der muss nicht im Alter zum Amt gehen müssen, sondern da müssen wir eine Mindestrente einführen, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Ich kann jetzt in diesem Fall bei Ihrem Mann konkret nicht sagen, aber ganz unabhängig davon, wenn Ihr Mann schwerstbehindert ist, aber trotzdem noch zu einer bestimmten Arbeit fähig ist, gehört er in die Kategorie, die wir eben diskutiert haben. Wo ich auch eben gesagt habe, da haben wir nicht genau genug hingeschaut. Nee, genau, wir brauchen für solche Menschen einen, wie Ihren Gatten oder für viele andere, übrigens auch Frauen, die davon betroffen sind, einen sozialen Arbeitsmarkt. Ich habe in Hessen vor wenigen Wochen bei einer Firma
deren Namen ich nicht nennen darf, aus Werbegründen, aber die machen Gartenschläuche. Das ist eine ganz berühmte Firma. Da hat die Arbeiterwohlfahrt einen Betrieb angegliedert, der bei der Firma ein vorbildliches Projekt, die Firma produziert Gartenschläuche, Gartenscheren, Heckenscheren. Und nebendran ist eine Werkstatt der Arbeiterwohlfahrt, wo Fälle wie der ihres Mannes Arbeit finden. Okay. In einem komplementären Bereich. Die Firma, die am Weltmarktführer ist, und eine soziale Werkstatt, die sozusagen Hilfstätigkeiten macht für die Firma. So etwas könnte man. Das ist immer in der Realität umsetzbar. Das sind ja immer die Geschichten. Das klingt immer alles gut. Sie erzählen uns was. Das wollen Sie machen. Wir brauchen Ganztages-Kita-Plätze, brauchen wir, damit wir länger arbeiten können. Also es dreht sich immer nur, was wir müssen. Wir müssen länger arbeiten, am liebsten schön gesund bleiben. Unsere Kinder sind den ganzen Tag in der Kita. Dann ist diese Vollzeitmutter da. Aber wo bleibt denn der Mensch? Ich sehe ja immer das Menschliche nicht. Ich glaube, ganz ehrlich. Also das habe ich nicht verstanden. Sie möchten, nicht nur Sie jetzt speziell in Ihrer Politik, die Politik möchte, wir sollen bis 67 arbeiten. Immer schön einzahlen, damit die Wirtschaft wieder sauber wird, damit wir unsere Schulden tilgen können. So, dann arbeiten wir, unsere Kinder gehen den ganzen Tag in die Kita und wenn wir krank werden, fallen wir aus dem Raster. Also, aber solange wir parieren, sind wir gut. Nee, sehen Sie, Sie mögen dieses Gefühl haben. Ja, habe ich. Ja, Sie mögen das. Sie mögen das Gefühl haben. Und für dieses Gefühl habe ich auch Verständnis. Wirklich. Und glauben Sie es mir, das geht mir nicht irgendwo vorbei. Fälle wie der Ihre habe ich in meinem ganzen Leben viele erlebt. Und ich habe in meinem eigenen Lebensweg erlebt, wie es ist, wenn man Hilfe. Ich habe in meinem eigenen Lebensweg erlebt, wie es ist, wenn man Hilfe braucht und Hilfe bekommt. Ja. Deshalb muss ich Ihnen widersprechen. Für mich steht jeder einzelne Mann und jede einzelne Frau im Mittelpunkt. Ich kann nicht 82 Millionen Einzelschicksale in Deutschland behandeln. Aber glauben Sie mir eins, Ihr Schicksal ist wie das Schicksal vieler anderer Menschen mir eben nicht egal. Und deshalb würde ich Ihnen das gerne sagen. Ich kann Ihnen heute Abend nicht helfen. Aber mit dem, was Sie mir gerade als Anregung gegeben haben, gehe ich von heute Abend hier weg und verspreche Ihnen, das will ich Ihnen noch mal sagen. Ja, das gebe ich Ihnen schriftlich. Mir geht das Schicksal der Leute nicht. Mir geht das Schicksal der Leute nicht irgendwo vorbei. Und deshalb glauben Sie es mir. Ich kämpfe jetzt einfach auch mal um Ihr Vertrauen. Ganz einfach. Wenn Sie sagen, die Menschen sind den Politikern egal, nehmen Sie es mir ab. Ihr Schicksal ist mir nicht egal. Danke, Herr Schulz. Und bis dahin wünschen wir Ihrem Mann erstmal gute Besserung. So, der junge Mann, der hier sitzt, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Rainer Torkler, ich komme aus Essen und meine Frage ist, unter der schwarz-roten Bundesregierung sind die Waffenexporte gestiegen und darunter Länder wie Saudi-Arabien, Katar und Algerien, also Nordafrika. Und das sind halt Länder, die in den Konflikte herrschen. So. Und Sie waren ja gegen Waffenexport in Krisengebieten. Nee, war nicht nur, ich bin noch. Immer noch, richtig. Und meine Frage ist, wieso werden weiterhin Waffen exportiert und was würden Sie dagegen tun? Also mein Kollege Sigmar Gabriel hat sowohl als Wirtschaftsminister wie als Außenminister massiv daran gearbeitet, dass die Waffenexporte reduziert werden. Ja, wir haben Milliardensatz gesunken, auf jeden Fall. Wir haben Verträge, die Bundesrepublik Deutschland Verträge abgeschlossen und Exportgenehmigungen erteilt. Sie wissen, wie das in der Waffenproduktion ist. Das dauert Jahre, bis die Dinger produziert werden, wenn sie exportiert. Wir haben versucht, neue Exportgenehmigungen nicht mehr zu erteilen, aber wir waren verpflichtet, das musste auch Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister genehmigen, Exporte, die oder durchführen, Exportgenehmigungen, die bereits erteilt waren. Ich will Ihnen ganz klar sagen, was ich machen werde, wenn ich eine Mehrheit habe, um als Bundeskanzler zu arbeiten. Wir werden nicht nur deutsche Waffenexporte reduzieren müssen. Wir müssen mal ganz ehrlich sein. Wenn Deutschland nur die Waffenexporte reduziert, heißt das noch nicht, dass keine Waffen exportiert werden, sondern wir haben Nachbarländer, Belgien, Frankreich, Großbritannien. Noch wichtiger finde ich USA zum Beispiel. Auf die USA haben wir nur einen geringeren Einfluss als auf die Länder, die ich gerade nenne. Ich wollte gerade deshalb zur Europäischen Union kommen. Es ist so, dass wir ein europäisches Waffenexportgesetz brauchen. Denn ich sage Ihnen, was passiert. Deutschland geht aus dem Waffenexport raus, dann sagen andere Länder, oh, ist aber schön, dann ist der Markt jetzt für uns frei. Was wir also erreichen müssen, ist, Deutschland muss mit gutem Beispiel vorangehen, aber wir brauchen eine europäische Waffenexportreduzierung. Dazu gehört übrigens auch noch was anderes. Wir müssen auch Rüstungsbegrenzung machen. Wir haben in Deutschland am 24. September die Wahl zwischen zwei Vorgehensweisen. Angela Merkel
möchte das sogenannte 2%-Ziel der NATO erfüllen. Das 2%-Ziel der NATO, das hat Donald Trump nochmal eingefordert beim letzten NATO-Gipfel, heißt, dass jedes NATO-Mitgliedsland 2% seiner Jahreswirtschaftsleistung in die Rüstung stecken soll. Das heißt, in Deutschland, wir geben heute 36 Milliarden für die Bundeswehr aus, unsere 2% wären zwischen 65 und 70 Milliarden. Das heißt, wir müssten pro Jahr zwischen 25 und 30 Milliarden mehr für die Rüstung ausgeben in Deutschland. Das ist keine Erfindung von Donald Trump gewesen, sondern das sind Vereinbarungen, die älter sind als die Präsidentschaft von Donald Trump. Ist richtig, hat schon Barack Obama gefordert. Donald Trump hat es nochmal wiederholt. Dadurch wird dieser Fehler nicht richtiger. Ich sage jedenfalls, ich bin nicht dafür, dass wir jedes Jahr zwischen 25 und 30 Milliarden mehr in die Rüstung stecken, sondern dass wir Rüstungsbegrenzungsinitiativen, vor allen Dingen nukleare Abrüstung, schaut euch doch mal an, was da in Nordkorea los ist. Wenn wir nicht wieder anfangen, nukleare Rüstungsbegrenzung zu diskutieren, geht das da immer so weiter. Und Sie haben am 24. September eine Wahl. Entweder 25 bis 30 Milliarden mehr in die Rüstung oder eben dieses Geld. Da wird übrigens nie nachgefragt, wo das Geld herkommt. Frau Merkel wird nie gefragt, wo nehmen Sie eigentlich das Geld her. Sie will es aus dem Bundeshaushalt nehmen. Ich auch. Aber für Kita-Gebührenfreiheit, für die Investitionen in die Pflege, in die Verkehrswende, das sind die wichtigeren Dinge als die Aufrüstung der Bundeswehr mit 25 bis 30 Milliarden jährlich mehr. So, wer hat noch eine Frage? Wir kommen zu anderen Themen. So. Nein, ja, wir kommen zu anderen Themen. Aber jetzt sind Sie dran. Sie haben sich hier massiv, massiv beworben um Ihre Frage. Ich heiße Wilhelm Brühl, ich bin deutscher Erfinder aus Rees am Niederrhein. Und man sieht, Österreich investiert 280 Millionen in Silicon Austria. Will von Amerika unabhängig zu sein und eigene Chips zu bauen. Chinesen investieren schon in Deutschland in ein Innovationszentrum, um aus unseren Hochschulen frisch gebackene Innovationen sofort zu kriegen und für sich zu nutzen. Und seit 2015 kämpfen deutsche kreative Köpfe um ein internationales Innovations- und Forschungszentrum zu bekommen, wo die Beste der Besten aus ganzer Welt für Deutschland, für deutsche Innovationen arbeiten. Und auch für verschiedene Bereiche, technische, soziale und andere Bereiche, auch Innovationen entwickeln. Wie kann ein deutscher Bundeskanzler so ein Projekt unterstützen, wo wirklich die Besten der Besten auch für Deutschland arbeiten und jüngere Leute lernen, innovativ zu denken, innovative Lösungen für verschiedene Bereiche zu finden. Wie kann deutsche Bundeskanzler so ein Projekt unterstützen und was würden Sie unternehmen? Das ist eine Zukunftsfrage. Wie können Sie dazu beitragen? Ich habe eben schon mal in der Antwort, ich muss noch mal auf den Herrn Koch zurückkommen, der die allererste Frage gestellt hatte. Es war ein guter Start. Ja, war ein guter Start, ja. Der nach dem Schuldenabbau gefragt hatte, der notwendig ist. Ich habe in der Antwort darauf gesagt, wir brauchen eine Investitionsverpflichtung des Staates. Zu der Investitionsverpflichtung des Staates gehört zum Beispiel, dass wir Innovation fördern. Bei Start-ups zum Beispiel, junge Start-up-Unternehmer. Ich kenne jetzt Ihren konkreten Fall nicht. Aber was ich in Deutschland erlebe, ist, dass wir extrem viele junge Männer und Frauen haben, die sehr kreativ sind, sehr gute Ideen haben. Die haben alle immer nur das gleiche Problem. Wenn sie anfangen, kriegen sie eine Förderung. In dem Moment, wo der Betrieb wächst, wo Personal eingestellt werden könnte, wo man investieren muss, fehlt das Risikokapital. Die müssen dann zu Banken gehen, da müssen die Omas Häuschen verpfänden, was es oft nicht gibt. Aber es gibt nicht eine Risikokapitalkultur, wie die USA sie haben. Die Startups in den USA kriegen richtig Geld, wenn sie wachsen. Da gibt es eigene Risikokapitalfonds, das kennen wir alle in Deutschland. Nicht ein Bundeskanzler, Bundesrepublik Deutschland müsste in jedem Fall im Bereich der Innovation Risikokapital vor allen Dingen zur Verfügung stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn das nicht geschieht, kaufen große amerikanische Internetkonzerne diese kleinen Unternehmen auf mit viel Geld, holen sich damit aber auch das Wissen in die USA. Das ist einer der Punkte, die ein Kanzler, finde ich, anpacken müssen. Wir haben das Geld bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, lagern die Mittel, die wir dafür verwenden könnten. Anderer Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, wir müssen in Deutschland in die digitale Entwicklung viel mehr investieren. Deutschland ist schlechter ausgebaut bei der Breitbandversorgung als Chile und Mexiko. Peru hat ein besseres Mobilfunknetz als die Bundesrepublik Deutschland.
Also ich kenne Chile und Mexiko, das sind tolle Länder. Und ich gönne den Peruanern von ganzem Herzen ihre Mobilfunkverbindungen. Aber ich hätte sie in Deutschland in gleicher Qualität auch gerne. Und nicht, wenn man über die Autobahn fährt, dass man von einem Funkloch ins nächste fährt. In dieser Hinsicht ist Deutschland kein modernes Land. Deshalb müssen wir viel mehr investieren. Meine Antwort an Sie ist also, Innovationen fördern heißt mit Geld. Danke für die Frage. Danke für die Frage. Ich muss ein bisschen auf das Geschlechterverhältnis achten. Da waren ein bisschen viel Männer. Jetzt können Sie sich entscheiden, wer von Ihnen beiden möchte eine Frage stellen? Ja, haben Sie schon okay. Das Mikro, dann nehme ich jetzt Sie. Ja, dann ich. Hallo, mein Name ist Julia Fehr. Ich bin 18 Jahre alt und... War der Kameramann, der hat ist übers Kabel gefallen. Merk schon. Ja, er steht aber noch. Ich wohne in Ladelund, einem kleinen Dorf nahe der dänischen Grenze. Und ich gehe auch in Dänemark zur Schule, mache dort dieses Jahr mein Abitur, bin also im dänischen Schulsystem drin, war aber bis zum Realschulabschluss auch im deutschen Schulsystem. Und da gibt es viele Unterschiede. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass bei den Englischkenntnissen die deutschen Schüler sehr hinterherhinken. Ich brauchte wirklich lange, bis ich ungefähr auf den gleichen Stand kam. Und viel Englischunterricht ist auch größtenteils auf Deutsch. Und ja, wir hinken halt sehr vor allem hinter den skandinavischen Ländern her, was man ja immer wieder bemerkt. Und meine Frage ist jetzt eben, wie Sie dieses Defizit ausgleichen wollen, was Sie dafür tun wollen, dass das besser wird, dieser Bildungsstand. Oder wie könnten wir von den Nachbarn lernen? Vielleicht genau, auch? Ja. Okay, auch. Herr Schulz. Ich habe vor wenigen Wochen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten meiner Partei angehören, eine nationale Bildungsallianz vorgeschlagen, wo wir in der nächsten Wahlperiode zusätzlich zu dem, was Bund, was die Länder und die Gemeinden bereits heute für Bildung ausgeben, der Bund 12 Milliarden Euro mehr investieren soll. Es geht aber nicht nur um solche Fälle, wie Sie den beschrieben haben. Ich habe eben schon mal über die Gebührenfreiheit gesprochen. Also der Zugang zu Bildung muss gebührenfrei sein. Es geht mir auch um die Investition in die Schule selbst. Wir müssen mit moderneren Lehrmitteln lernen. Also das Kreidezeitalter muss jetzt irgendwann auch in der Schule mal zu Ende sein. Wir brauchen WLAN. Wir brauchen Internet, ja, wir werden sicher auch noch Kreide brauchen in der Schule, aber wir brauchen moderne infrastrukturelle Ausstattung. Von den Skandinaviern lernen, ja, aber man muss in den skandinavischen Staaten, ob Dänemark, Schweden oder Norwegen auch sehen, dass doch der Staat die Bildung praktisch kostenfrei für alle zur Verfügung stellt. Ja, während wir ein Land sind, wo richtig Gebühren bezahlt werden müssen. Das merke ich auch vor allem. Einer der entscheidenden Unterschiede. Mhm. Es gibt ja in Dänemark auch SU, das ist gleich wie BAföG in Deutschland und viel höhere Sätze, viel mehr Geld. Also die skandinavischen Staaten haben alle, die haben alle einen Vorrang für solche Leistungen durch den Staat. Aber ich wollte Ihre Frage noch konkret beantworten. Wir haben die Bildungskompetenz bei den Ländern. Aber das geht nicht, dass wir einen Flickenteppich haben, wo 16 Bundesländer sagen, ich mache das hier in Nordrhein-Westfalen so, wir machen es Schleswig-Holstein anders, wir machen es in Bremen oder in Bayern wieder anders. Das geht nicht. Deshalb will ich diese nationale Bildungsallianz, ich will eine im Grundgesetz vorhandene Möglichkeit, Artikel 91, nutzen, um eine Gemeinschaftsaufgabe zu definieren, wo der Bund Geld gibt für die Ausstattung, für mehr Personal und wo die Bildungsinhalte zwischen den Bundesländern weitgehend angeglichen werden, damit wir vergleichbare Inhalte haben. Und dadurch würden wir auch ein Stück einen Schub kriegen, um im internationalen Vergleich nach vorne zu kommen. Das wäre eine Revolution. Jetzt nehme ich noch Sie daneben, weil es gerade nicht geklappt hat. Da haben Sie recht, Herr Zichowitz. Das wäre für das deutsche Bildungssystem eine Revolution. Und die will ich auch durchsetzen. Das ist ein Punkt, der für mich nicht mehr verhandelbar ist. Müssen Sie das Kooperationsverbot wegfahren? Ja, das Kooperationsverbot, Herr Zichowitz. Ich habe neulich mal bei mir zu Hause in Würselen mit Leuten über ein Kooperationsverbot diskutiert. Da habe ich die gefragt, weißt du, was das Kooperationsverbot ist? Nee, müssen wir jetzt nicht klären. Ich wollte ja nur sagen, Sie müssen es wegfahren. Lassen Sie uns lieber die junge Dame noch dran nehmen. Da müssen Sie sich nicht einmischen. Das Kooperationsverbot... Das Kooperationsverbot heißt nämlich, dass der Bund den Kommunen und den Ländern kein Geld geben darf. Ja, so ein Quatsch, das gehört abgeschafft, damit die Milliardenüberschüsse, die wir beim Bund haben, endlich da ankommen können, wo sie ankommen müssen. Sie müssen es abschaffen. Es wäre auch kürzer gegangen, jetzt sind Sie dran. Ja, guten Abend, Herr Schulz. Mein Name ist Madeleine Winter, ich komme aus Reda und das liegt bei Frankfurt. Und meine Frage bezieht sich auf die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Und zwar ist es klar, dass im Jahr tonnenweise brauchbare Lebensmittel von Restaurants als auch von Supermärkten weggeworfen werden.
Und dieser verschwenderische Umgang mit noch genießbaren Produkten wirkt sich nicht nur negativ auf die Umwelt, sondern vor allem auf die Bedürftigen hier in Deutschland aus. Und meine Frage wäre jetzt, können diesbezüglich von der Bundesregierung konkrete Zielvereinbarungen getroffen werden? Und wäre es sogar möglich, die Idee einer Spendenpflicht einzuführen? Danke. Ich kenne den Vorgang, den ich dramatisch finde. Ich versuche für mich privat keinerlei Lebensmittel wegzuschmeißen. Also meine Frau und ich in unserer Familie haben uns das zur Regel gemacht, keine Lebensmittel auf irgendeine Art und Weise wegzuschmeißen. Die Tafeln versuchen ja, viele dieser Lebensmittel aufzunehmen, weiterzugeben, was ich für eine heroische Tat halte, muss ich mal sagen. Die Männer und Frauen, die da arbeiten bei den Tafeln, verdienen wirklich ein großes Kompliment. Und es ist... einfach ein Skandal, wenn man sieht, wie in unserer Überflussgesellschaft weggeworfen wird und wie Menschen in der Welt verhungern. Diese Frage der Spendenpflicht, gestehen Sie mir zu, dass ich das jetzt in dieser Form nicht unmittelbar beantworten kann. Ich weiß nämlich nicht, wie man das durchsetzen soll. Da müsste ich nochmal drüber nachdenken, aber ich nehme es einfach mal mit. Also Leute zu verpflichten, nichts wegzuwerfen, würde ja bedeuten, in ihrem privaten Haushalt sozusagen einzugreifen. Das halte ich für relativ schwierig, aber Unternehmen zum Beispiel oder Supermärkte oder sowas, die könnte man gegebenenfalls verpflichten. Ich nehme das einfach mal mit als Anregung. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ich habe jetzt leider eine schlechte Nachricht. Die 75 Minuten sind vorbei. Tut mir leid. Ich weiß, dass alle gerne ihre Fragen noch mal loswerden würden. Es war eine schöne Debatte, es war eine spannende Debatte, es waren gute Fragen. Darf ich was sagen? Nein. Wir wissen, wo das endet. Das mache ich trotzdem. Also, tut mir leid. Aber Sie sind reklamiere jetzt mal für mich das Recht als Gast. Ich reklamiere jetzt für mich mal das Recht, als Gast einen Satz zu sagen. Sowas wie hier müssten Bundeskanzler einmal im Monat machen. Irgendwo hingehen und sich das anhören. Nicht nur Bundeskanzler. Kompliment an Sie alle. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für die spannenden Fragen hier. Vielen Dank auch für das Interesse daheim. Das war Martin Schulz, der Herausforderer der Kanzlerin. So, und jetzt kommt die Sendung mit Frank Plasberg. Sie heißt Hart aber fair und wir machen eine direkte Übergabe. Vielen Dank nochmal. Sie dürfen nochmal applaudieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.